Schon ganze 18 Jahre ist es her, seit der erste Teil der Jurassic Park Trilogie über die Leinwand flimmerte. So mancher Jurassic Park Fan wartet schon eine halbe Ewigkeit auf einen neuen Teil. Doch nun erwartet uns ein Spiel, passend zum ersten Teil von Telltale Games entwickelt. In diesem Review zu Jurassic Park erfahrt ihr, wo die Vor- und Nachteile in diesem Spiel liegen. Also, bleibt dran! Jurassic Park, dem Spiel zum Film, geht es um eine als Rasierschaum getarnte Dosen mit Dino-Embryonen, die von der Insel geschmuggelt werden sollte. Als Dennis Nedry die Sicherheitsprogramme runterfährt, gibt es im ganzen Park einen Stromausfall. Als wäre das nicht genug, hat er noch einen Unfall und wird von kleinen Dinosauriern aufgemacht. Das Spiel beginnt mit Nima, einer Söldnerin, die beauftragt wurde, die Dosen mit den Embryonen zu finden. Gleich in den ersten Minuten werden wir von unbekannten Dinosauriern verfolgt und eine Klippe untergedrängt. Auch Dr. Harding und seine Tochter Jazz sind auf der Insel gefangen. Das Gameplay von Jurassic Park könnte man mit Spielen vergleichen wie Heavy Rain oder Fahrenheit. Es ist eher ein interaktiver Film. Gesteuert durch Quicktime-Events schlagen wir uns durch die riesige Insel. Auch Rätsel müssen wir lösen, welche eigentlich ein Kinderspiel sind, da man sich nur durch die Hotspots klicken muss. Aber es gibt auch einige Rätsel, bei denen man mal kurz nachdenken musste, wie zum Beispiel als wir die Achterbahn zusammenbauen mussten. Auch ein wenig mehr Bewegungsfreiheit hätte Telltale Games uns schenken können. Wir können uns wirklich nur durch das Spiel durchklicken. Sollte einer unserer Protagonisten bei einem Dino-Fight mal draufgehen, kein Problem. Die Speicherpunkte sind fair gesetzt und ermöglichen uns, die Szene noch einmal zu wiederholen. Das Spiel ist übrigens auch mit einem Gamepad spielbar, was ich euch auch empfehle, da es einfach viel angenehmer ist, mit einem Gamepad zu spielen. Auch hier gibt es ein paar kleine Bugs. Hin und wieder sollen sich mal ein paar Dialoge wiederholen, was mir selber allerdings noch nicht aufgefallen ist. Kommen wir zur Grafik. Ein fettes Minus gibt es in der Grafik. Man könnte meinen, das Spiel wurde zu Zeiten der Jurassic Park Filme entwickelt. Eine sehr detailarme Oberfläche, wobei man echt sagen muss, die Dinosaurier sind gelungen. Die Protagonisten kommen sehr überzeugend rüber und ziehen einen richtig in die Story rein. Vor allem sieht man, dass viel Liebe in den Charakter von Dr. Hardings Tochter Jazz gesteckt wurde. Ich finde, sie kam irgendwie ein echter pubertierender Teenager rüber. Auch ein Rettungstrupp wird geschickt. Als Ingen bemerkt, dass einige Mitarbeiter auf der Insel festsitzen, feuern sie einen Söldnertrupp an, was die Menschen auf der Insel retten soll. Pustekuchen. Gleich als der Söldnertrupp landete, gab es schon Probleme. Aber wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mein Fazit. Jurassic Park, das Spiel ist für jeden Jurassic Park Fan ein Muss. Auch wenn das Game nicht von dem Film direkt handelt, so führt es doch eine sehr interessante Story vom ersten Film fort. Auch Leute, die auf Point-and-Click-Adventures stehen, kommen hier voll auf ihre Kosten. Die einzigen Mankos sind die veraltete Grafik und die sich wiederholenden Dialoge, welche aber sehr, sehr selten vorkommen. Ihr könnt das Spiel bei Telltale Games oder bei Steam für rund 30 Euro erhalten. Ob das Spiel 30 Euro wert ist? Ich finde schon.